Vielleicht entscheide ich mich auch noch um und verrate den Orks, wo das Rebellenlager ist. Damit ich ein riesen Arsch wäre. Ich glaube aber, ich lasse es. Nee, ich will die. Ich habe keine Lust, die Rebellen zu verraten. Ich will. Ich habe mit Gossip als guter, namenloser Held angefangen. Und ich werde Gothic 3 als guter, namenloser Held beenden. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Spiel ja anfangen und könnt so viele Rebellen verraten, wie ihr wollt. Ihr könnt von mir aus ganz Myrtana abschlachten. Ich werde das nicht tun, ich werde sie nur beklauen. Aber wieso sind auf irgendwelchen Wegen am recht am Anfang vom Spiel eigentlich immer irgendein Karren, der irgendwie überfallen wurde oder sowas? Das sieht genauso aus wie der Karren aus Gothic 2. Eine Schatulle. Sonst noch irgendwas? Nein. Immer muss es sowas geben. Ja, ja, ja. Piranha-Bites, dass ihr euch nicht schämt. Ihr könnt nicht von alten Gewohnheiten wegkommen. Und es pisst so wie aus Eimern. Ich werde noch ganz nass hier. Das gibt's nicht. Da ist der Bauernhof gewesen. Und jetzt habe ich unten dem Chef nicht Bescheid gegeben. Oder? Dass ich... Nee, ich glaube nicht. Jetzt habe ich vergessen, Bescheid zu geben, dass ich ja hier der coolste Typ bin. Und dafür gesorgt habe, dass der Bauernhof hier frei war. Jens! Du geiles Stück! Wer bist du? Reisende sind selten geworden, seit die Orks hier sind. Hast du dich verlaufen oder bist du auf dem Weg ins Dorf? Ah, da vorne sehe ich schon das Dorf. Ich will ins Dorf. Dann bist du auf der Suche nach Arbeit, was? Kommt auf die Arbeit an. Die Söldner im Dorf brauchen bestimmt noch jemanden. Vorausgesetzt, du kannst mit einer Waffe umgehen. Kann ich. Zeig mir deine Ware. Was ist das? Rezept scharfer Pfeil. Mit diesem Rezept kannst du in nötigen Zutaten, kann der Held scharfe Pfeile herstellen. Mhm, sehr interessant. Da brauche ich aber wahrscheinlich auch wieder hier alles Mögliche an Dings. Naja, bleib du mal schön da, wo du bist. Da sind Ersatzwölfe. Hungrige Wölfe sind das, wohl bemerkt. Vielleicht gibt er mir den Auftrag, die zu jagen. Was machst du hier? Ich bin Jäger, aber die Zeiten sind schlecht. Zu viele Wölfe, zu wenig Wild. Zum Glück machen mir die Orks einen sehr guten Preis für die Wolfsfälle. Mhm. Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Klar kann ich das. Aber was habe ich davon? Was verlangst du? Bring mir 10 Wolfsfälle, die ich verkaufen kann. Die Orks in Khab Dûn haben Massen davon. Anschließend zeige ich dir, wie man jagt. Also ich soll die Orks beklauen dafür, dass du dann die Felle bekommst. Und sie wieder verkaufen kannst. Sehr gut. So gefällt mir das. Wenn ich schon die Sklaven hier... Silas. Oho, ein neues Gesicht. Ja. Ich bin Söldner. Mein Name ist Silas. Ich bin... Eine weitere arme Sau, die versucht klarzukommen. Ich kenne das. Ist bei uns allen gleich. Melde dich bei Buffon. Vielleicht hat er Arbeit für dich. Ha, wenn ich Glück habe, bekommst du meinen Job. Wer ist Buffon? Er ist ja der Chef. Zumindest von uns Söldnern. Also, wenn du nicht gerade ein Ork bist und zu Uruk gehörst, ist er deine einzige Chance, hier ein Bein auf die Erde zu kriegen. Du findest ihn am Ende der Hauptstraße. Er steht meistens vor seiner Hütte. Gut. Was machst du hier? Ich muss hier auf die Sklaven aufpassen. Vor kurzem ist einer von ihnen abgehauen. Seitdem dürfen wir die Sklaven keinen Augenblick unbewacht lassen. Hast es bald hier. Tja, was willst du, Mora? Dir den Arsch treten! Brauchst du irgendwas? Allerdings. Ruhe in dies. Geh nicht an Sachen, die dir nicht gehören und prügel dich nur mit unserer Erlaubnis. Ich hoffe, du verstehst mich, Mora. Klar. Ich weiß nicht, was Mora heißt, aber wenn du schon einmal so nennst, hau ich dir aufs Maul. Was ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Stadt? Khab Dûn ist ein verfluchtes Drecksnest. Ich wäre lieber bei meinen Brüdern vor Vengard, der Hauptstadt eures Marionettenkönigs, als hier Wache zu stehen. Na, ja, das ist wohl eine Warnung an alle. So. Jamal! Hey du, du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. Ja, könnte ich. Wieso? Wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen.
Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Aha. Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit, wie jeder andere auch. Erst kürzlich habe ich den Ork sogar einen echten Paladin verkauft. So, entschuldigt bitte den kurzen Schnitt, aber mir ist gerade das Spiel abgerauscht, weil mir aus Versehen das Mikrofon rausgesteckt ist. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Auf jeden Fall musste ich erstmal wieder hinrennen und das war ein ganz schöner Akt. Aber wir machen jetzt direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Drecksack. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkrass. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Urkrass, der ist urkrass, der Typ, ey. Ich weiß, der war schlecht. Was muss ich für dein Gold tun? Einer meiner Sklaven, Harek, dieser räudige Mistkerl, ist geflohen. Ich komme hier nicht weg und brauche jemanden, der mir den Kerl wieder einfängt. Wie wär's mit dir? Du siehst aus, als wärst du nicht gerade zimperlich. Nein, danke. Ich jage keine Menschen. Die Zeiten haben sich geändert. Euer König hat hier nichts mehr zu sagen. Gewöhn dich lieber daran, sonst wirst du es bei uns nicht weit bringen. Ich zeig dir gleich mal, wie sehr ich es hier weit bringen kann. So, Sklaven, Sklaven, Sklaven. Sklaven, Sklaven, Sklaven. Du solltest jetzt gehen. Wir kriegen beide noch Ärger. Ja, wir kriegen beide Ärger. So. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Da hockt unter Garantie der Oberchef drin. Benimm dich in dieser Stadt, Neuling. Sonst wirst du als Fischfutter enden. Das sagen sie alle. Wessen Haus ist das hier? Hier wohnt Uruk. Er ist der Boss der Stadt. Komm nur nicht auf die Idee, ohne Erlaubnis durch diese Tür zu gehen. Klar? Ist recht. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Mir fehlen also ein paar Punkte. Ein paar Rufpunkte. Was bist du für einer? Ich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Was machst du hier? Ich bin der Alchemist der Stadt und sehr beschäftigt. Aha. Verkauf mir deine Tränke. Wo kommen wir denn dahin, wenn ich jedem Dahergelaufenen meine Ware verkaufe? Dafür wirst du schon etwas tun müssen, Meister der Dreistigkeit. Wieso der Dreistigkeit? Ich will dir was kaufen, bei dir was kaufen, wird dir Geld geben, du Affe. Was willst du? Ich brauche einen Sack voll Zutaten für meine Arbeit. Besorge mir ein Dutzend Heilpflanzen und wir kommen vielleicht ins Geschäft. Ich glaube, die habe ich dabei. Oder? Wo finde ich Heilpflanzen? Schau mal oben am Leuchtturm. Gestern habe ich dort einige gesehen. Dann geh doch selber hin, du Freak. Heilpflanzen, was habe ich? 9 Stück. Gut. Dann muss ich mal schauen, dass ich die voll bekomme. Damit ihr mir was verkauft. Bufford. Du bist neu hier, oder? Bist du gekommen, um für die Orks zu arbeiten? Ja. Hast du ihr das Sagen? Ja, aber auch nur bei den Söldnern. Die Orks sind die Herren der Stadt. Aber als Söldner der Orks lässt es sich eigentlich recht gut an ihrer Seite leben. Was ist mit dir? Einen starken Kerl wie dich kann ich brauchen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ah, der gibt mir es automatisch. Das ist gut. Ich brauche also mich den schon mal nicht anzuschließen. Ist jetzt die Frage. Wenn ich mich jetzt den Söldnern anschließe, bin ich dann ein Söldner? Also nach diesem Balancing-System? Ich frage einfach mal. Was wäre, wenn ich mich den Söldnern anschließen möchte? Gut, pass auf. Dein Ansehen bei den Orks ist deine härteste Währung. In jeder Stadt des Reiches sitzt ein Ork ganz an der Spitze. Hier in Khabdun ist es Uruk. Wenn du die Orks dazu bringst, dass sie dich mit dem obersten Ork reden lassen, dann hast du es geschafft. Wie steigere ich mein Ansehen bei den Orks? Mach dich nützlich. Zeige den Orks, dass du es drauf hast. Obwohl du nur ein Mensch bist. Ganz einfach. Irgendwann wirst du von ganz allein zu Uruk vorgelassen. Ich werde deine Taten beobachten. Sehr gut. Was hast du zu tun für mich? Vor der Stadt streuen eine Menge hungriger Wölfe herum. Sie fressen schon mal gerne ein paar Sklaven.
Das sehen die Orks gar nicht gerne. Suche die hungrigen Wölfe und mach ihnen den Garaus. Null Problemo. Wo kann ich mich noch nützlich machen? Sprich mal mit dem Proviantmeister Deckard. Der hat immer was zu tun. Außerdem kannst du dir bei ihm neue Ausrüstung besorgen. Das ist sehr gut. Wo finde ich den Proviantmeister Deckard? Geh Richtung Leuchtturm. Hinter Urkas großem Lagerhaus haben wir unsere kleine Hütte. Unser Proviantmeister passt dort auf unseren Kram auf. Okay. Der Rest interessiert mich gerade mal nicht, was du so weißt, kannst oder sonstiges. Der Schirm ist da oben. Genau, als wenn es so einfach wäre. So, du bist urkrass, so wie du aussiehst. Hey du, komm her. Meine Waren sind immer noch nicht gekommen. Was macht ihr Söldner eigentlich den ganzen Tag? Aber... Schweig! Ich will, dass du mir meine Waren zurückbringst. Und wehe, du kreuzt vorher nochmal hier auf. Ja, Chef. Auf welche Waren wartest du? Drei große Pakete, wo mein Name draufsteht. Große, stabile Holzkisten. Ihr dämlichen Söldner habt euch den Kram von lausigen Banditen an der Küste stehlen lassen. Meine Waren sind bestimmt immer noch dort. Geh und hol sie. Ich war's doch gar nicht. Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin? Ja, viel unnützes Zeug. Und einen merkwürdigen Kelch. Kann ich den Kelch haben? 100 Goldstücke. Ja, komm. Verkauf mir den Kelch vom gefangenen Paladin. Hier. Ich kann damit sowieso nichts anfangen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Deckard, bist du Kane? Du bist noch nicht lange hier, was? Dann pass mal auf. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Verstehe. Ja, ja, ja. Bufford schickt mich. Er sagt, du sollst mich ausrüsten. Ach, sagt er das? Hört sich gar nicht nach Bufford an. Umsonst gibt's gar nichts, klar? Hier. Arbeite erstmal für mich. Dann reden wir über deine Ausrüstung. Ach, was willst du? Hast du Arbeit für mich? Klar. Du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. 3 Stück sollten reichen. Hier in Kap Dun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Ich habe zufällig 3 Heiltränke dabei. Ah, danke. Das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Ja. Ich brauche Ausrüstung. Sieh dir an. Bei meinen Heiltränken. So, Lederkluft, die trage ich ja momentan. Leichte Orksöldnerrüstung. 5000 Wahnsinn. Amulette Lebenskraft. Maximale Ausdauer. Maximales Leben. Schutz vor Eis. Schutz vor Energie. Maximale Ausdauer. Ist alles nicht so das Wahre, was ich mir gerade vorstelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist echt krass, was das kostet. Gold austauschen. Ach! Zeig mir deine Ware. So, dafür, dass du mir jetzt hier alles klaust. Gold austauschen. Was ist das? Gegengift. 200! Deine, ne? Weißt du Bescheid? An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Warum? Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Kannst du dir das vorstellen? Nachtwache ohne Schnaps? Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Aha. Stopp. Was würdest du lieber machen, als Nachtwache schieben? Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harter Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Kannst du gerne machen. Ich bin dem nicht abgeneigt, da hab ich weniger Arbeit. Ich muss nämlich den blöden Vollhonk da... seinen Scheiß zurückbringen. Ah, hier hängen überall die werten Herren rum, die sich hier gewehrt haben. Das schaut aus wie Miliz. Unschön. Äußerst unschön. Ah, hier ist der Friedhof. Hier scheinen ja nicht viele Leute zu sterben.
Wenn nur so wenig Gräber sind, auf jeden Fall sind hier genügend Heilpflanzen unten für den dollen Alchemisten. War hier nicht noch eins? Ja, da. Ich heb jetzt einfach mal auf, weil wenn ich sonst hier die 12 Stück abgebe, habe ich gerade wieder 0. Wenn ich 0 habe, dann geht's mir scheiße. Ja, alles aufheben. Dann habe ich nämlich keinerlei Reserve, weil ich gerade jetzt, wo ich alle meine Heiltränke abgeben musste, einfach um dem Kerl da zu gefallen, weil ich so ein Schönling bin. So, wir speichern direkt mal wieder. Das war mir echt eben eine Lehre. Ich muss wirklich wieder öfters speichern. Ich habe es bei Gothic 2 so schön oft gemacht. Ich muss das hier wieder einführen. So, was seid ihr? Seid alles bekiffte Orks oder was? Rock! Gesundheit. Oxeldner. Fodi. Steig mit mir in die Arena. Geh zu Arok. Boah, warum nicht, ne? Schauen wir mal. Bist du? Yep. Ich will in der Arena. Gut. Zu Anfang will ich dann, wenn du es schaffst. Dann zeig mal, was du drauf hast. Es gibt einen Kampf. Aua. Wow, der Kerl hat doch einiges drauf. Wow. Na komm. Zumindest hat der Mistkerl Gold dabei. Was? Die Waffe gehört jetzt. Nee. Das lasse ich ja gerade mal gar nicht zu. Das sehe ich jetzt nicht ein. Ich glaube, es hackt. Das war eine Arena. Vergiss es. Ich muss echt. Scheiße, ich muss stärker werden. Da habe ich jetzt schon mehr Leben. Und kackt immer noch ab. Ich muss stärker werden. Ich brauche ein Schild. Ich brauche ein besseres Schwert. Nee. Vorher mache ich sowas nicht mehr. Da ist noch gerade so ein schönes Heilpflänzchen. Gut, dass ich eben noch gespeichert habe. Ohne Scheiß. Stopp. Gucken, lassen die mich zu dem Paladin rein? Das ist der wahrscheinlich der nächst stärkere. Halt! Keinen Schritt weiter! Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir ver... Okay. Also kann ich noch nicht zu ihm rein. So, das nehmen wir noch mit. Was ist denn, wenn ich das Wolfsfell nehme? Es beschwert sich schon mal keiner, das ist gut. Also heißt das, ich kann unten so ein bisschen in die Häuser einbrechen. Ich mach das jetzt, glaube ich, mal. Wir wollten ja schon die ganze Zeit mal austesten, wie gut wir denn hier im Einbrechen sind. Und jetzt, wo so langsam Nacht wird, ist das ja die optimale Gelegenheit. Vor allem, weil die Orks alle anscheinend ein wenig ausgeflogen sind, ne? So, ihr da, ihr hier, Wolfsfälle. Aha. Ich soll Urkras seine Waren zurückbringen. Wo ist das Problem? Weißt du, wo ich sie finden kann? Nein, aber es treiben sich eine ganze Menge Rebellen und Banditen in den Wäldern herum. Vielleicht gehst du einfach mal an der Küste entlang. Es muss ja irgendwo... Es muss irgendwo Spuren geben, ja. Entschuldigung, ein Frosch im Hals. Schauen wir mal, wenn ich jetzt hier reinschleiche. Ist hier irgendwer? Scheint so erstmal nicht, aber hier sind ganz viele Truhen. Da liegt noch ein Fell, oder? Eine Schatulle? Meins? Wir schleichen uns erstmal nach hier hinten. Wir speichern nochmal. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt gut geht, weil wenn es jetzt schief geht, dann sind gerade alle wieder hinter mir her. Ich kenne das ja. So. Knacken wir mal. Ach, gibt's gar nichts zu knacken. Gut. So. Wir schleichen uns mal weiter. Ihr Söldner, ihr seid scheiße. Alles mitnehmen. Was hier so in der Gegend rumsteht. Meins. Da war sogar Gold drin. Sieht aber gut aus. So, ich war's nicht. Ah, da eine Truhe. So, sieht mich hier draußen wer? Nein, gut. Alles mitnehmen.
Ich klaue euch das letzte Unterhemd aus eurem Bett. So. Ich war's nicht. Ihr könnt mir nichts anhängen. Ihr habt nicht das Geringste gesehen. So, ich klaue euch wiederum alles. Nein, 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 nein. Nicht ins Bett gehen, die Truhe ausnehmen. Gegen Gift. Und noch eine Truhe. Stahl und Dingsbums. Aber das ist auch gegen. Nee, der Krankheit. Nee, die Krankheit brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche, wenn, dann Gegengift, bitte, ja?